Wer von uns beiden ist intelligenter? Beide gleich? Ich. What? Ja. Selbst schuld, hier. Also, sorry, also das habe ich ja ich schon. Ich weiß schon, dass wir auf einem Level sind, ja. Sommerhaus, Special Deluxe. Fand ich ein bisschen scheiße und habe ich dann auch ganz klar zum Ausdruck gebracht, ja. Das mache ich jetzt super gerne, weißt du das? Hier, bitteschön. Oh mein Gott, ist das eklig. Alter Schwede. Wer von uns beiden ist intelligenter? Ich. Jawohl. Ich. Ich? Dein Ernst? Erik, natürlich bin ich's. Das klären wir doch mal. Scheiße, natürlich du. Sommerhaus Special Deluxe. Ha! Kurz und schmerzlos. Das war unfassbar eklig, unfassbar stinkend. Ist viel Wurst mit drin und Meerrettich. Wie verhüten wir? Gar nicht. Jawohl! Was stört mich am meisten an dir? Dass ich mit dir nicht kommuniziere. Ja, nee. Nicht diskutiere. Ja, nee, dass du so kalt bist. Ach so. Noch. Wenn sie halt mit mir diskutieren will, dann sage ich mal, Baby, halt den Zappel. Oh mein Gott! Oh, Baby! Oh mein Gott! Boah, ich bring dich nachher um, ne? Was turnt mich beim Sex ab? Was tönt dich beim Sex ab? Keine Ahnung, wo soll ich denn das denn wissen? Arschloch lecken. Nee, aber find's ja eigentlich geil. Weiß ich nicht. Nichts. Fischinnereien mit Fischnote. Ah, das stinkt, Alter. Schön, für mich auch. Wie oft haben wir pro Monat Sex? Sechsmal. Falsch, achtmal. Keine Ahnung. Achtmal? Ich habe 15 Mal gemacht, die Hälfte. Acht. Okay. Ich führe doch ein Tagebuch, wie oft ja. Meine Frau ist wirklich sehr lustvoll und sehr leidenschaftlich. Schimmliger irgendwas. Schimmlige Scheiße! Auch gerne mit sich allein einfach. Ah! Ach Mann! Ja. Was tört mich beim Sex ab? Ja, man kann dabei furzen, das findest du auch bestimmt nicht gut. Was tönt die Alte ab beim Sex? Einmal stinken, dann gibt's nicht geduscht sein. Da gibt's mehrere Sachen, aber woher soll ich wissen, was dich abtönt? Boah, Schwester. Pupsen? Ja, nichts. Ja, was ist das denn? Ja, nichts. Also würde ich pupsen nicht abtören? Nee, aber unser Sex ist doch gut. Du würdest ja, ja wissen, wenn mich was abtönt. Fischerei mit Fisch. Pups ja nicht beim ja. Sex. Nimm mich jetzt doch, wenn ich stinke. Das tönt dich doch ab, wenn man unten stinkt. Und man riecht nicht frisch. Das ist eine logische Antwort und eine vernünftige Antwort. Aber was gibst du wieder für eine doofe Antwort? Das will ich mal gern wissen. Ehrlich, also ohne Spaß. Frechheit. Frechheit, Junge, halt mal deinen Mund da hinten. Ich krieg die ganze Scheiße. Oder stehst du nicht beim Sex, wenn man nicht gepflegt ist und man stinkt? Richtig? Falsch. Was denn? Was denn? Einfach nichts. Wenn ich ungepflegt bin. Nichts. Was ist das für eine Antwort? Ja, ich stehe auf fast alles. Ja, tu die Karte weg. Abgestandener Krabbensalat. Oh. Ich dachte, es geht um Sexpraktiken oder so, die mich abtören. Ach, Carina. Und da gibt's halt nichts. Ja. Oh, ist das kalt. Boah, mach einfach, Mann. Hey, sexy, sexy. Hey, sexy, sexy. Boah, ich raste gleich aus, ehrlich. Sexy, oh. Sexy. Welche Sexstellung mag ich am liebsten? Ja, Missionar. Ach, kenn ich doch ein bisschen aus, worauf du stehst. Komisch, ne? Wer von uns beiden ist gereizter? Ja, ich. Ja. Ja, komisch, hä? Ja, sieht man ja auch. Doof, ehrlich, ja. Ja, was? Wer bist du, dass du so mit mir redest?
Bist du? Pass mal auf, ich sag dir jetzt mal was, ja? Du sagst. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Du lässt mich nie aussehen, das hasse ich so. Ich muss am Arsch lecken. Was kann ich? Am Arsch lecken. Ja, dann kannst du auf der Couch heute schlafen. Für deine freche Scheiße hier. Weiter geht die Sommerhaus-Suppenhaarsuche. Wie oft haben wir pro Monat Sex? Zwölfmal? Ich hab 8 gesagt. Realistisch so 2-mal die Woche. Ja, ich hab 3-mal geschätzt jetzt. Nee. Alex denkt sehr oft zu komplex. Ja, das ist aber eine Scheißfrage gewesen. Nee, er denkt, das wäre ja zu einfach. Also muss das ja irgendwie schwieriger sein. Denk nicht immer so kompliziert, immer ganz einfach. Weiter. So, wo liegt meine erogene Zone? Ja, die sind echt schön an deinen Nippeln. Na, wenigstens etwas. Du wirst aber heute Abend nicht drankommen. Kannst du ja im Arsch stecken. Wo liegt meine erogene Zone? Da. Am Hals. Ey. Ja, stimmt. Also die Beziehung sollten wir aber doch mal überdenken, Fisch, ne? Innereien mit Fischnote. Oh, das war aber auch nicht echt. Oh, ich kotze gleich. Und jetzt ist alles in der Brille.